Das Schweigen des Verräters. That scumbag McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns dead evidence. He just squealed. He's under armed protection in Whitsett property down in Newport, some apartment behind a car park. Torch that place. That's a flush of mud when you put them down. Make sure he never talks to nobody. Sehr subtil. Checke das Zeugenschutzhaus aus. Es ist ein Traum. Eine sehr subtile Art und Weise, jemanden sterben zu lassen. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt wirklich den Verdacht von dir weglenkt, wenn du jemanden, der im Zeugenschutz ist, einfach umbringst. Weil, naja, man wird dahinter kommen, dass jemand gewusst haben muss, wo dieses Zeugenschutzprogramm ist. Und dann muss es halt irgendein interner Drecksack sein. Versteht ihr, was ich meine? Aber gut, ich meine, ich mache nur die Aufträge. Ihr denkt euch die Späße aus. Es brennt Licht. Und jetzt? Okay, ich glaube, ich muss schon hier hinten hin. Schauen wir doch mal. Was sollen wir denn tun? Soll ich irgendwas durchs Fenster werfen? Oder wie genau sieht das aus? Ah ja, tatsächlich, die Handgranaten. Ah, das war ein bisschen niedrig. Schön aufpassen. Ah, fast. Scheiße. Das war so klar. Oh, bitch, please. Das ist aber auch schwer. Meine Güte. Ist auch gar nicht ein bisschen auffällig, wenn ich hier die ganze Zeit mit Handgranaten um mich werfe, wie so Bescheuerte, ne? Ich krieg's nicht hin. Gott. Ich glaube, als ich so weit weggestanden habe, war es noch der beste Versuch, oder? So nah dran. So nah dran. Gott verdammt. Oh, ernsthaft. Leute, was ist denn das für ein Scheiß? Könnt ihr die Fenster nicht ein bisschen niedriger ansetzen, hä? Huh? Oh, shit. Der war ganz schlecht. Okay, so. Wieder nix. Scheiße. Oh, das ist doch Dreck. Fuck, ey. Ja, da gehen mir wohl die Handgranaten aus. Das ist so ein Mist, wa? Du hast alle Handgranaten verbraucht. Hol neue im Ammunition. Oder auch nicht, denn du stirbst. Dankeschön. Eine tolle Mission. Ich bin so begeistert. Ja, damit ist meine gesamte MP-Muni weg. Ich freue mich sehr. Und ich darf mir neue kaufen bei Gelegenheit. Ist das nicht wunderschön? Ach Gott, ist das eine blöde Mission. Unfassbar. Ich überlebe diese Selbstmordattentäter, diese Geisteskranken, die vollgestopft sind mit Spank. Und dann sterbe ich, weil ich Handgranaten durch ein Fenster zu werfen versuche, das zu hoch angesetzt ist. Unfassbar. Aber auch pünktlich mit der letzten Handgranate habe ich es geschafft, mich selbst zu töten. Das ist auch ein Traum, oder? Naja, was soll's. So, ich muss mal kurz überlegen, wo war denn jetzt, ich habe doch vorhin zumindest diese Schrotflinten-Muni noch eingesammelt. Die hätte ich gern wieder. Das war hier drüben, ne? Irgendwo. Da, genau, bei diesem Monument war das. Ich habe es gerade auf die Schnelle nicht gefunden, weil ich genau in die andere Richtung geschaut habe. So, das nehmen wir noch mit. Und dann auf in die Toilette. Zum Versuch Nummer 2. Jo. Dann wollen wir mal schauen, ob es diesmal besser läuft. Ich bitte darum. Kann doch nicht so schwer sein, so eine scheiß Handgranate durch so ein blödes Fenster zu werfen. Oder? Stelle ich mich dumm an oder ist es tatsächlich so kompliziert? Ich meine, ich habe die Taste jetzt immer voll durchgedrückt. Das heißt, härter kann ich nicht werfen. Es muss also eher daran liegen,
wie ich so postiert bin zum Fenster und wie weit ich wegstehe davon. Hab da eine andere Idee. Weiß nicht, ob das jetzt schlau ist, aber ich versuche mal gerade. Mal sehen, ob das Sinn macht. Ich weiß es nicht. Funktioniert das? Okay, das war zu hoch. Scheiße. Grandios. Grandios. Oh nein! Really? Von der Kante weggetitscht? Na endlich! Ah, ein traumhafter Wurf. Bullseye. Oh, Scheißdreck. Heilige Scheiße. Was ist denn hier los? Ey, ihr habt doch ein Rad ab, Leute. Ihr habt doch ein absolutes Ei am Wandern. Meine Güte. Na toll, die Mission finde ich jetzt schon kacke für den Typen. Also das kann man auch einfacher haben. Mann. Okay, dann sollte ich wirklich dafür sorgen, dass mein Auto nicht mit zerstört wird. Und dann erstmal dem Typen hinterherfahren wird an der Stelle. Eigentlich optimalerweise noch eine MP haben. Allerdings müsste ich dazu jetzt erstmal wieder rausfinden, wo der scheiß Ammunition war. War der hier? Ah ja, tatsächlich. Gut, hab nichts gesagt. So, da holen wir uns einfach nochmal eine MP. Und dann geht das klar, glaube ich. Hol ich mir noch? Nö. Ich verzichte drauf, mir Handgranaten zu kaufen. So, schauen wir mal, ob wir es beim dritten Versuch denn dann jetzt hinkriegen. Mann, ich war gerade so froh, dass ich es geschafft habe, durch dieses blöde Fenster zu werfen. Und dann wirst du einfach abgeknallt. Aber da rechnet doch auch keiner mit, dass dann so eine Horde dort rausgestürmt kommt, die einen einfach mal umnietet sofort. Mann. Okay, wo ist jetzt... Ach, da drüben. Wisst ihr was? Bevor ich jetzt da hingehe, will ich mal ganz kurz hier reinschauen. Okay. Interessant. Hier gibt es nur feste Kameras. Spannender Aufbau. So, gehen wir wieder raus. Da war's, genau. Und dann wollen wir mal. Ups, ganz viel Gelee. Für die Bitchin' Dogfood Fleischfabrik. Zum Beispiel. Die ich ja mittlerweile betreibe, weil der alte Besitzer ist tot und den neuen habe ich ja auch umgebracht. Von daher gehört sie ja quasi mir. Mehr Rohstoffe für Fleisch also. So, dann wollen wir uns nochmal ranmachen und schauen, ob es diesmal besser klappt. Theoretischerweise gibt es hier auch noch einen Wagen. Mal sehen. Den parken wir dann mal hier. Ich nehme mir erstmal kurz das versteckte Päckchen hier hinten. 4 Stück haben wir schon. Wahnsinn. So, klappt es diesmal besser. Oh, ein Traum. Gleich im ersten Versuch. Ich bin so verdammt gut. So, da fahren wir dann direkt mal... Scheiße. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich? Oh, Bitches, ihr seid solche Arschlöcher. Ich mache einen Cut rein und wir sehen uns wieder, wenn wir wieder an der Stelle sind. Bis gleich. Und der nächste Versuch. Ich kann es nicht mehr sehen, so langsam. Mal sehen, ob diesmal das Auto besser gewählt ist. Mittlerweile kriege ich wenigstens den Wurf relativ zielsicher hin. Lauf! Scheiße, ey. Vor allem, was haben die denn für Waffen, ey? Wieso schaffen die es, mich so schnell abzufertigen? Ja, immerhin sind wir jetzt schon mal raus. Und zumindest haben wir auch ein Auto, das relativ schnell ist. Von daher sollte das jetzt doch mal endlich klappen, oder? Wie sieht's aus? Weg da! Shit. Ich muss aufpassen, ich bin schon beschossen worden. Ich kann nicht so viel einstecken, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht rammen, deswegen. Ja! Ja! Okay. Zumindest hat er kein Auto mehr. Scheiße, jetzt darf ich bloß nicht draufgehen, weil die mich rammen hier.
Lass mich durch! Shit, 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 shit! Wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl? Stirb! Ja! Oh Leute, das war so anstrengend. Ich will diese Mission nie, nie, nie wieder sehen. Ah. Ihr seht ja längst nicht alle Versuche im Let's Play. Ich konnte sie echt nicht mehr sehen, die Mission. Es kann doch nicht sein, dass man so schnell hier abgefertigt wird, beziehungsweise dass der eigene Wagen so schnell Feuer fängt. Was haben die denn für Waffen gehabt, ey? Das ist ja Wahnsinn. Mann, 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 Mann. Na gut, das haben wir geschafft. Wir haben sogar noch volles Leben. Auch Wahnsinn. Dann fahren wir direkt mal wieder bei dem Typen vorbei und bitte lass es diesmal einen besseren Auftrag geben. Es reicht mir, einmal so eine Mission zu haben. Bitte jetzt was Besseres. Oder? Das Waffenarsenal. Hey, Chet, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup. And in return, they'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. good luck. Ja, ja, ist klar, die Bronchien. Kannst du deiner Oma erzählen, die wahrscheinlich im Grab schon liegt? Also die Karre sieht auch aus. So sieht ein gebrauchtes Auto aus, ein Gebrauchtwagen. Wunderschön. Und so fährt man ihn ganz zu Klump. Oh Mann. Gib mir niemals ein Auto. So, nehmen wir den nächsten Wagen. Aber ich meine, der hat es sowieso schon fast hinter sich. Gut, machen wir uns mal nach Norden auf. Ich glaube, mich erinnern zu können, wer das ist, zu dem wir jetzt hinfahren. Und als Kenner der GTA-Reihe kennt man den sogar schon. Also, der ist schon mal in einem Teil vorgekommen, beziehungsweise kommt in einem späteren Teil vor, der aber eher spielt, weil die anderen ja eher spielen als der Teil. Ach, ihr wisst, was ich meine. Nämlich in Vice City. Damals war er noch jünger und auch ein bisschen vollständiger, zumindest am Anfang. Aber er hat sich dann durch eigenes Verschulden selbst so zugerichtet, wie er heute aussieht. Meine Damen und Herren, heißen Sie willkommen Phil Cassidy. Great phone to headbutt. I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Den kennen wir aus Vice City. Und damals war er noch ein bisschen draufgängerischer, würde ich denken. Wie kommen wir denn da hoch? Das würde mich interessieren. Warte mal. Kann ich hier irgendwie... Es wäre geil, wenn ich da hochkommen würde. Jetzt muss ich aber, glaube ich, mal ein bisschen bauen. Funktioniert der Panzer eigentlich? Das wäre natürlich noch geiler. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Warte mal, noch nicht, noch nicht. Scheiße. Keine Zeit mehr für so ein Mist hier. Oh Gott! Heilige Kacke! Das ging ein bisschen nach hinten los, ich geb's ja zu. Verdammt nochmal, das kann doch keiner an, dass die so schnell sind. Okay, ich lasse die Spielchen. Ich versuche gar nicht erst da hochzukommen. So, dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Und diesmal gehen wir das Ganze gleich ernst an. Und versuchen den Kartellvögeln direkt eins auszumischen mit den Waffen, die wir unten haben. Ich glaube, wir schaffen es nicht, uns schnell genug eine Leiter zu bauen, die uns dann da hochführt. Was? Ich will bloß mal schauen, wo das Telefon ist. Damit ich dann mal dahin gehen kann. Hier am Stadion, okay. Merke ich mir mal. Mal sehen, ob ich das wirklich mir merke oder ob ich es vergesse. Wir wollen erstmal die Aufträge für den komischen Bullentypen machen. Am Stadion gibt es ein Telefon. Vergiss es nicht so schnell. Sonst wirst du die Missionen nicht sehen. Und das wäre sehr schade. Das hat sich ganz großartig gereimt. Du bist ein Reimgenie. Okay, dann auf zum nächsten Versuch.
Mann, Mann, Mann. Ich bin gerade ein bisschen deprimiert, muss ich zugeben, weil hier nichts klappt. Waffenarsenal Teil 2. Ist er denn Cassidy, der Phil? Ich glaube schon, ne? Ja, egal. Ihr wisst jedenfalls, wen ich meine, hoffe ich. Falls ihr Vice City jemals gesehen habt. Wenn nicht, dann schaut es euch an. Vielleicht nicht gerade bei mir, weil das war mein erstes Let's Play. Da war ich noch anders drauf. Und irgendwie ist es seltsam, seine alten Let's Plays zu sehen. Und man schämt sich dafür. Irgendwie. Aber ich denke, die meisten haben schon mal irgendwie Vice City gespielt und kennen das dementsprechend. Ja, damals war er sehr viel betrunkener in der Regel und sehr viel draufgängerischer, wie ich schon gesagt habe. Ja, und das hat ihn dann letztendlich auch einen Arm gekostet, weil er, wie ist das Zeug noch? Ich weiß es gar nicht mehr. TNT-Whisky hieß das, ne? Selbst gebraut hat und davon so berauscht war, dass er seine Sprengstoffexperimente war ein bisschen übertrieben hat. Letztendlich ist sein Arm dabei draufgegangen. Tommy war dabei und hat ihn letztendlich gerettet. Hey, warte mal, wenn ich da erst reinfahren muss, dann kann ich doch mal versuchen, ob ich das vorher schon aufgebaut kriege. Ach, scheiße, der Wagen ist zu vorher. Das ist natürlich ärgerlich. Komme ich hier dahinter? Ja, das ist schon mal gut. Wenn ich das Ding jetzt hier so hinschiebe. Ich muss mal kurz ein bisschen bauen und probieren. Es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen dauert. Aber wenn ich das schaffe... Ja, ist klar. Wenn ich das schaffen sollte, wäre das natürlich geil. Mit so einer Minigun wäre es natürlich noch viel, viel fetter, die Leute auszuschalten, als wenn wir nur normalen Kram hätten. So, ich glaube, mit dem Van sind wir so schon von sich aus sehr gut ausgestattet, um da hochzukommen. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Na dann, probieren wir den Spaß mal. Great phone to head, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Na klar. Mummies will be here any minute. Auf geht's. Wir sammeln trotzdem alles ein, was wir kriegen können. Ich steck mal hier kurz die dicke Waffe weg, um dir eine noch dickere zu holen. Claude, mach keinen Scheiß. Alter, nein! Ah, Typ! Komm, wir haben sowieso schon keine Zeit. Ja! So will ich das sehen. Oh, Raketenwerfer, Alter. Da muss ich aber ein bisschen Abstand wahren. Ich glaube, das wird gut. Lass die Bastarde nur kommen. Scheiß auf die Molotow-Cocktails da oben, die braucht kein Schwein. Oh ja. Yeah, sehr schön. So nett. Heilige Scheiße. Sieh nach Phil. Das war's schon für alle. Ja, wie zur Hölle ist das Ding denn hochgegangen? Ich weiß es nicht. Ich lebe auf jeden Fall. Ich lebe und das ist die Hauptsache. Und Phil lebt. Wir haben es geschafft. Hey, if I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by and take what you need from the lockers. Leave the cash under the bench. Now get out of here. I'll handle the cops. Den hast du nicht in Nicaragua verloren, mein Freund. Nein, das war Vice City. Finde ich eigentlich sehr schön, dass im Nachhinein dann die Geschichte erzählt wurde von Phil, wie er den Arm verloren hat und damit aufgezeigt wird, dass er hier eigentlich volle Kanne am Lügen ist. So, ich glaube, wir brauchen jetzt nichts davon auf die Schnelle. Wir haben ja ganz gut jetzt Muni eingesammelt, aller Art. Und schade, dass hier kein Leben ist. Das wäre sehr schön. Ich hätte eigentlich gern ein bisschen Leben, muss ich zugeben. Aber naja. Wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Das zählt als einziges. Moment, wenn ich schon... Jetzt muss ich mal ganz kurz, sorry. Wenn ich schon hier bin, dann muss ich auch probieren, ob der Panzer aufzumachen geht. Nein, schade. Könnte mir aber vorstellen, dass man den in der Mission hätte vielleicht öffnen können. Weiß ich nicht. Wobei, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu einfach gewesen, die Kartelltypen abzuwehren. Ich weiß auch nicht, warum Phil den nicht benutzt hat, weil... Ich meine, da fährst du einmal über die drei Wagen drüber und dann ist Schluss. Dann sind sie weg.